Gänse an der Tauber. Das habe ich noch nie gesehen. In Elbersheim. Jo Leute, in diesem Sinne ein abartiges Hallo zu diesem Kurzvideo. Ja, ich wollte mich jetzt einfach nochmals vor diesem Workshop gemeldet haben, weil ich wahrscheinlich das eigentliche Sommerabschiedsvideo jetzt nicht mehr fertig bekomme. Ich habe mit dem Kickboard eine relativ lange Tour gemacht und die entsprechend mit der Kamera dokumentiert. Indes ist einiges passiert und ja, es läuft eben auch diese Baustelle jetzt parallel weiter und ich habe nicht diese Zeit, die ich gerne hätte, um Videos zu schneiden. Unlängst kam auch die Frage auf, bringst du einen Vlog über den Workshop? Ich denke mal eher nicht. Ich schätze mal, dass ich eher Instagram-Videos oder auch Fotos hochlade und dann könnt ihr die Sache einfach vom 1. bis 3. Oktober via Instagram etwas stalken, weil ich möchte eigentlich auch nicht jedes Jahr dasselbe bringen. Es gab ja letztes Jahr diesen ausführlichen Vlog über das letzte Seminar in der alten Form und ich denke mal, das neue, das dürfte wahrscheinlich besser werden, als das alte jemals gewesen ist. Aber vielleicht jetzt für den Vlog nicht ganz so geeignet, weil es mehr auf Lernen ausgelegt ist und da kann ich schlecht dabei vloggen. Aber naja, gut, der Sommerabschiedsvlog ist wie gesagt in Arbeit, aber wird sich noch etwas hinziehen, weil mir wie gesagt immer wieder die Zeit zum Schneiden fehlt. Da ist auch mal Handlungsbedarf mit einem neuen Programm, weil dieses alte Programm, da ist so viel Handarbeit angesagt, also man muss jede Tonspur einzeln, die Übergänge überarbeiten. Das ist so viel Aufwand im Hintergrund, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das mit den Gänsen war jetzt eine interessante Erfahrung. Erstaunlich, dass der Schwan die Gänse so in Ruhe lässt. Akka von Kebnekaise, da hört ihr sie live und original. Und jetzt zeige ich euch auch noch was von neulich. Ich bin in Schwäbisch Hall gewesen. Tja, es gab einen neuen Namen und dann auch eine neue Kappe. Nun im Anschluss ein paar Aufnahmen aus Schwäbisch Hall. Viel Spaß! Nachdem Creative Cyclist ja nichts wurde, gibt es jetzt mit der Foundation hier eine neue Kappe. Inzwischen jetzt fast durch. Schauen wir uns noch ein bisschen im Laden hier um. Also dieses Neongrün, das ist ja abartig geil. I swear the camera love, 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 love. I swear the camera love you. Jetzt wird die Kappe hier noch versäubert. Also wir haben es hier wirklich mit einem Profi zu tun, der das jeden Tag macht. Kommt doch in Schwäbisch Hall vorbei. Abgefackelt wird es auch noch. Naja gut, ich kenne die Techniken nicht so, aber der Mädchen weiß schon, was er macht. Hier in Schwäbisch Hall, mal wieder bei der Stick- und Druckwelt. In diesem Sinne, Leute, ein abartiges Hallo nochmals aus Schwäbisch Hall zu diesem Kunstmichi-Flash. Ja, ich habe jetzt einfach mal diese Kappe machen lassen und ich bin total davon begeistert. Das muss ich schon mal sagen. Ja, und ich verweise einfach nochmals auf das Video Kunstmichi World 054, auf das 500 Abonnenten Special Video. Da habe ich ja diese Geschichte mit der Foundation ganz genau erklärt, jetzt mal fürs Erste. Die Kappe habe ich jetzt natürlich gebraucht, weil ich auch den Workshop unter diesem Motto Foundation laufen lasse. Hier jetzt im Froschgraben in Schwäbisch Hall. Früher war hier mal ein Parkplatz, jetzt ist hier ein riesiges Einkaufszentrum. Da oben hinter mir ist jetzt der Josenturm und die Gelbinger Gasse, wo dann immer hier in Schwäbisch Hall auch der Weihnachtsmarkt stattfindet. Im Moment genießen wir jetzt natürlich noch den Sommer. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch diese Kappe gefällt. Ja, und vielleicht möchtet ihr auch so eine haben. Schreibt's hin. So, das war's jetzt aus Schwäbisch Hall. Jetzt geht's nochmals an diverse Bahnhöfe. Ich habe mich verliebt.
diesem bunten Zusammenschnitt wahrscheinlich schon gemerkt habt, hat es mich mit dem VT642, dem DeZero, so richtig gepackt. Also irgendwie total verliebt auf einmal. Ich habe jetzt auch endlich mein gutes altes Pico-Modell, das ich schon einige Jahre habe, so richtig zum Laufen gebracht. Da ist jetzt nur noch ein Haftreifen drunter und dafür ein überdrehter zweiter Radsatz ohne Haftreifen und es läuft jetzt richtig, richtig toll. Ja, und ich stalke hier jetzt schon wieder den nächsten 642 am Bahnhof Bad Mergentheim. Und für dieses Video ist es das jetzt somit gewesen. Ein schöner Schluss jetzt nochmals hier in Bad Mergentheim mit dem Board unterwegs. Ja, an einem zurückgekehrten Sommertag, eigentlich jetzt schöner Spätsommertag. So wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute, haut rein, macht's gut und viel Spaß mit dem jetzigen 642 zum Abschluss. Ciao! Hey girl, well let's make a movie. You can be my leading lady beauty. Grab your camera, don't be shy. Things ain't always black and white. We can make this world into our movie. Your hair, is it your look, is it your stare? I swear the camera love, 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 love. I swear the camera love you. Is it your eyes, is it your hair, is it your look, huh?